Ja, Kathi, die Stierstädter Spatzen waren heute hier. Der Kinderchor hat nicht nur 35-jähriges Jubiläum, sondern auch Premiere. Am Sonntagmittag nämlich führen die Stierstädter Spatzen in Oberursel das Rockmärchen Tabaluga und Lilly auf. Extra für Sie, liebe Zuschauer, haben die Kinder heute schon mal eine Kostprobe gegeben. Und damit herzlich willkommen in der Region Frankfurt. Bei uns geht es heute aber nicht nur um Musik, sondern auch um Sport, genauer gesagt um die Frankfurt Galaxy. Und wenn Sie jetzt sagen, was, die gibt's doch gar nicht mehr, dann irren Sie sich. Mehr dazu nach den aktuellen Nachrichten. Es war ein Schock für alle Fans der Frankfurt Galaxy. Nach dem World Bowl 2007 wurde die NFL Europe abgeschafft. Das war zugleich das Ende des erfolgreichsten Vereins der Liga. Die Galaxy war Geschichte. Sie war Geschichte, denn jetzt gibt es sie wieder, wenn auch unter anderem Namen. Oliver Tschaschl war beim ersten Tryout dabei. Es war ein Training der besonderen Art. Die Fans vom AFC Universe Frankfurt kamen voll auf ihre Kosten. Denn wer sich fit genug fühlte, konnte dabei sein. Nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Spieler. Der Andrang war groß. Über 40 junge Männer wollten bei der Geburtsstunde des neuen Frankfurter Footballclubs dabei sein. Werfen, Fangen, Beinarbeit, den möglichen neuen Spielern wurde alles abverlangt. Doch bevor es zum ersten Test des neuen Teams kam, gab es erstmal ganz professionell die erste Pressekonferenz. Und auch wenn man jetzt in der 5. Liga anfangen muss, das Ziel ist klar. Natürlich würden wir lügen, wenn wir nicht auch irgendwann mal wieder in der Commerzbank Arena spielen wollten. Aber natürlich geht es jetzt in allererster Linie mal darum, diesen Verein aufzubauen und ihn in den Spielbetrieb zu bekommen, damit die Fans ihre Heimat wiederfinden. Zum ersten Training haben ja schon einige gefunden. Der Verein hatte auf seiner Homepage zum Tryout eingeladen. Aber das Team der Zukunft baut nicht nur auf jungen Talenten auf. Also wir haben Martin Latka, der bei uns ja auch den sportlichen Leiter bisher gemacht hat, interimsmäßig. Der wird spielen. Daniel Belnetka wird hoffentlich nach seiner Verletzung zu uns stoßen. Und es sind auch noch im Coaching-Bereich zwei, drei Leute, die auch schon bei der Galaxy aktiv waren, die aber noch nicht definitiv zugesagt haben. Deswegen kann ich deren Namen noch nicht nennen. Daniel Belnetka, aber der hat doch seine Karriere bereits beendet. Ja, ich glaube, er hat seine Karriere in der NFL Europe auch beendet, unabhängig von dem Ausgang der Liga. Aber das heißt ja nicht, dass er deswegen im Amateurbereich nicht noch weiterspielen kann. Das lässt hoffen, dass es schnell nach oben geht. Dennoch ist der Verein auf Hilfe angewiesen. Und so ist man erstmal froh, mit dem PSV Blau-Gelb einen Partner gefunden zu haben, der den Verein unentgeltlich unterstützt. Mein Anliegen war eben, dass man einem Verein, der aus Fans heraus entstanden ist, unbedingt eine sportliche Heimat geben muss. Und das Sportliche stand für uns, für den PSV im Vordergrund, dass dieser Verein schnell aktiv werden kann, schnell in die Runde steigen kann, weil man weiß, das lebt vom Sport. Ein neuer Verein lebt auch von den Erfolgen vom Sport und von der Öffentlichkeit. Und das war unser Hauptanliegen. Den Fans wird es erstmal egal sein, wo die neue Galaxy, AFC Universe die Spiele austrägt. Hauptsache, es wird überhaupt wieder Football in Frankfurt gespielt, denn da gehört er traditionell hin. Der erste Football, der jemals gespielt wurde in Deutschland, wurde in Frankfurt gespielt. Der erste deutsche Meister kam aus Frankfurt. Die Galaxy war jahrelang das Aushängeschild für Football in ganz Europa. Also Football in Frankfurt ist eine große Einheit und ein großer Standort. Da muss auch eine Erstligamannschaft her im Laufe der Zeit. Auch wenn am ersten Tag nicht alles nach Plan lief. Der AFC Universe Frankfurt will ganz nach oben. Da werden einen doch ein paar Kleinigkeiten nicht umwerfen.